Hallo, liebe Fruchtbarkeitsfans, hier ist eure Fruchtbarkeitsberaterin Anne und ich möchte euch heute meine Lieblingszyklus-App vorstellen, mit der ich auch übrigens schwanger geworden bin. Also ich habe meinen Schwangerschaftszyklus darin dokumentiert und auch meinen aktuellen Stillzeitzyklus dokumentiere ich darin. Und ich möchte euch die jetzt mal hier vorstellen und zeigen, was man damit alles machen kann. Ich finde die nämlich total cool und ich finde, die sieht super aus und voll praktisch, diese App. Ich zeige euch die jetzt erstmal gleich, indem ich euch hier ein paar Bilder zeige. Und zwar so sieht es aus, wenn man die App öffnet. Und da kann man einiges auswählen. Dann sieht man schon, was da so steht. Deine Übersicht für heute. Heute ist der 72. Tag von Zyklus Nummer 2. Also ich habe halt nur meinen Schwangerschaftszyklus und den Stillzeitzyklus daran dokumentiert. Das ist mein zweiter Zyklus. Und mein Baby ist heute 72 Tage alt. Das kann ich daran jetzt auch nämlich ablesen. Das ist voll praktisch. Und dann kann man halt die Temperatur hier eintragen. Zervixschleim, Zervixposition, also Gebärmutter, Hals, Muttermund abtasten und noch vieles andere. So, hier steht jetzt, dass ich potenziell fruchtbar bin. Das muss die App mir natürlich anzeigen. Das hat sie ja recht. Aber ich mache ja gerade LAM. Das heißt, ich habe noch das erste halbe Jahr vom Baby Unfruchtbarkeit, was ich annehmen kann. Das ist, solange ich keine Blutung habe und weiterhin kein Nuckel verwende, nicht abpumpe und Vollzeit stille. Und noch ein paar andere Regeln befolge. Da kann ich euch wieder den LAM-Artikel drunter verlinken. Da könnt ihr das nachlesen. So sieht es dann weiter aus, wenn man den Zervixschleim auswählt. Dann kann man hier auswählen, manuell, wie der war, oder auch mit einer Anleitung. Da muss man hier auf Symptome klicken. So. Und so sieht das dann aus, wenn man da reingeht in den Zyklus, sich den anschaut. Das ist sozusagen mein zweiter Zyklus, wo ich gerade aktuell bin. Also hier an dem Tag, nee, hier am 72. bin ich gerade, am 70. habe ich das letzte Mal was eingetragen. Genau, ich fange jetzt an, wieder den Zellbildschirm zu dokumentieren. Temperatur habe ich noch nicht angefangen zu messen, mache ich vielleicht auch nochmal. Auch wenn ich weiß, das hat bei mir jetzt wenig Sinn, aber ich werde das Interesse halber mal ausprobieren, mal eine Zeit lang, um zu schauen, wie mein Temperaturverlauf so ist. So, da kann man das auch noch hochkant wechseln, hier mit dieser Funktion. Genau, das ist mein Schwangerschaftszyklus. Der Beginn sozusagen, also hier war der Beginn des Zyklus, in dem ich schwanger geworden bin, jetzt mit dem Baby hier. Und da seht ihr, wir hatten nur einmal Sex gehabt in dem Zyklus. Und hier war die erste höhere Messung, die ist hier farblich markiert. Zweite höhere Messung, dritte höhere Messung. Und dann, wenn ich eins weiterklicke, sieht man, Temperatur ist hochgegangen. Das war ja meine Blutung, die ich da hatte, mitten am Anfang, wo auch wirklich normalerweise meine Tage kommen werden. Da hatte ich ja auch schon mal ein extra Video zugemacht. Und hier erkennt Lilly schon mit diesem Ausrufezeichen, dass ich wahrscheinlich schwanger geworden bin. Und das war ja dann auch so. Also die Temperatur ist hochgegangen. Das war nämlich mein 18. Hochlangtag. Und da hat die App sofort gesagt, hier, du könntest wahrscheinlich schwanger sein. Und das Coole ist, dann am Ende zeigt ihr mir auch den Geburtstermin an mit so einer kleinen Babyrassel. Daran sieht man ja auch, dass ich ein bisschen drüber war, ein paar Tage. Also hier an dem ersten Blutungstag war sozusagen die Geburt. Ja, und hier habe ich auch angefangen, Temperatur zu messen. Ich wollte ja schauen, ob meine Temperatur runtergeht zur Geburt. Das ist ja auch hier ein bisschen runtergegangen, aber auch mal wieder hoch. Also war eher so zackig. Ja, so sieht die Temperaturkurve wieder aus. Da kann man sich dann auch in der Kalenderansicht ansehen, wann man Blutung hatte, wann man Zellschirm hatte, wann fruchtbar war, wann nicht. Dann hat man hier auch noch eine Übersicht von den Zyklen. Die ist jetzt bei mir natürlich nicht so riesig, weil ich erst zwei eingetragen habe hier. Aber trotzdem schon seit September 2016. Und dann kann man die natürlich auch noch ausdrucken und als PDF verschicken. Das finde ich total super praktische Sache. Du kannst die verschicken per E-Mail als PDF.
kann man dann ausdrucken und dann zum Beispiel zum Frauenarzt oder Frauenärztin mitnehmen oder einfach sich abheften, wenn man das dann möchte. So, so sieht es im Menü weiter aus. Man kann also noch Geschlechtsverkehr, Störfaktoren, Periode, sekundäre Symptome, Stimmung, individuelle Liste eintragen und Schwangerschaftstest, LH-Test und noch ein Tagebuch. Also da können wir nochmal einfach Text einschreiben. So kann man die Temperatur hier eintragen. Und hier gibt es halt diesen Assistenten, von dem ich erzählt habe. Wenn man hier auf Symptome klickt, kann man nämlich das nochmal genauer eingeben. Oder man gibt es halt direkt hier ein, wie die Konsistenz war vom Zeigerschein. Finde ich voll gut, vor allem für Anfängerinnen der Methode. Wird man hier geleitet durch diesen Assistenten. Fragt er einem halt, hast du heute in der Scheide, okay, ich würde jetzt hier wenigstens Vagina sagen, aber egal, etwas wahrnehmen können. Okay, kann man da eingehen, was man gefühlt hat. Dann hast du auf dem Toilettenpapier was bemerkt, fragt er hier. Und dann kann man hier auch noch Zervix-Positionen nennen, die das hier, das ist ja eigentlich den Muttermund abtasten, Muttermundbeobachtung, ob das jetzt fest, tief, geschlossen, mittel, halb offen, weich, hoch, offen, nass war. Wie man das jetzt genau erfüllt und ertasten kann, das ist natürlich hier schwierig zu vermitteln durch so eine App. Da empfehle ich wirklich eine Beratung aufzusuchen oder unseren Videokurs zum Beispiel anzuwenden. Das macht sich echt gut, weil das mit dem Muttermund sonst echt schwierig zu verstehen ist. Genauso auch, wie man den Zellgeschehen beobachtet. Also das ja, fällt nicht allen so leicht, gerade in unserer digitalen Welt hier, diese Körperbeobachtung einfach nach Gefühl zu machen. Ja, das fällt vielen Frauen sehr, sehr schwer. Hier kann man noch Störfaktoren auswählen, was jetzt die Temperatur vielleicht beeinflusst hat. Das ist natürlich auch immer sehr individuell und da passieren auch häufig Fehler und entstehen sehr viele Fragen. Was kann man denn jetzt ausklammern und was nicht? Und da besteht oft auch Beratungsbedarf. Da würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr da Schwierigkeiten habt, eure Temperaturkurve auszuwerten wegen Störfaktoren, dass ihr dann nochmal eine Beratung aufsucht und Coaching. Ja, hier kann man das zum Beispiel auswählen. Gestörter Schlaf. Hier ist meine individuelle Liste. Ich habe mir zum Beispiel Eisprung, Traum und Übungswellen eingetragen. Die habe ich dann mir immer eingespeichert, wann ich das hatte. Und so sieht das Tagebuch aus. So, dann kann man noch allgemeine Statistiken. Das zeigt mir jetzt natürlich hier Gelbkörperphase falsch an, weil ich noch gar keinen normalen Zyklus drin habe, sondern nur den Schwangerschaftszyklus. Da kann er natürlich nicht sehen, wann das um war, ja, wenn meine Gelbkörperphase um war, die war ja dann mehrere Monate lang quasi. Aber Tag des Eisprungs hat er hier festgestellt, am 25. Tag, da hat er jetzt die erste Messung genommen. Längster, kürzester Zyklus kann man bei mir auch nicht erfassen. Ja, dafür habe ich halt zu wenig Zyklen eingegeben. Zu wenig normale. So, dann kann man die auch noch bearbeiten, löschen und Tage hinzufügen oder löschen. Also das ist auch ganz praktisch, wenn man sich mal irgendwie vertippt hat. Und so ist die Fruchtbarkeitsanzeige. Also so ein hellblau, wenn du fruchtbar bist. Wenn du sehr fruchtbar bist, also Hochfruchtbarkeit zeigt er so auch an, ja, dann zeigt er so ein Pink an. Und wenn du unfruchtbar bist, dann dunkelblau. Blutung, halt rot. Und das finde ich halt besonders gut, das habe ich euch ja schon erklärt. Dieses Ausrufezeichen zeigt wirklich an, wann du wahrscheinlich schwanger geworden bist und dann auch gleichzeitig, wann eventuell der Geburtstermin ist. Dann kannst du auch natürlich noch LH-Test eintragen mit einem Plus oder Minus. Und auch Schwangerschaftstests werden noch mit Plus, Minus dargestellt, kannst du auch eintragen. Ihr könnt die Lilly-App auch umstellen auf die amerikanische Methode FAM, Fertility Awareness Methode, und auch auf Fahreneinheit könnt ihr umstellen. Und je nachdem, was ihr eingestellt habt als Sprache in eurem Gerät, zeigt Lilly-App auch an die andere Sprache dann halt. Also wenn ihr jetzt Englisch zum Beispiel eingestellt habt, ist die App komplett auf Englisch auch. Ja, ein paar Nachteile, die ich hier auch noch nennen möchte von der Lilly-App. Also manchmal gibt es so technische Störungen. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt an meinem Gerät liegt, an meinem iPod, das auch manchmal ein bisschen rumspinnt, oder ob das jetzt an der App an sich liegt, weil manchmal fährt die sich fest. Ja? Man kann zum Beispiel sich die Tage anzeigen lassen
auf der Zyklusdarstellung. Da fährt er sich manchmal fest und da muss ich echt nochmal komplett neu starten, das Gerät manchmal, bis das wieder funktioniert. Ja, das ist irgend so ein Bug, den die nicht so richtig rauskriegen. Ansonsten ist noch zu erwähnen, dass wenn man nur den Muttermund nehmen will, in Kombination mit der Temperatur, dass dann im Prinzip die Auswertung nicht funktioniert. Ja, also man braucht unbedingt den Zervixschleim als Kombination mit der Temperatur, weil er sonst nicht auswertet, der Algorithmus. Also wenn man jetzt nur Muttermund beobachten möchte, dann funktioniert das nicht. Oder man muss halt selber auswerten, aber das bringt ja dann auch wieder nichts. Ja, also das müsst ihr bedenken, bevor ihr diese App installiert. Ihr könnt den Muttermund aber trotzdem eingeben, also als Zusatzsymptom quasi, als Zusatzeisprungzeichen. Insgesamt finde ich, ist Lilly echt eine super tolle designte App. Also ich finde die Darstellung einfach total gelungen. Also auch mit dem Scrollen, also wie man den Zyklus sich anschauen kann. Und auch die Eintragung finde ich total einfach und intuitiv gestaltet. Also das funktioniert halt einfach auch. Das ist nicht unbedingt bei allen Apps ist das so gut gelungen, finde ich. Da gibt es echt Unterschiede. Die NFP-Regeln, die werden jetzt insgesamt auch zu 99%, sage ich mal, umgesetzt. Es gibt ein paar kleine Abweichungen bei der Zervixschleim-Auswertung und Eintragung. Da gibt es halt im Prinzip nicht wirklich dieses nur feucht gefühlt. Ja, das gibt es irgendwie da nicht so richtig. Also man kann das zwar eingeben, da steht dann leicht gefühlt, glaube ich, in Kombination mit nichts gesehen. Und das ergibt dann auch so was Ähnliches wie das F bei der NFP-Methode. Aber insgesamt kommt man dann trotzdem auf eine gleiche Auswertung, als wenn man das jetzt nicht machen würde. Deswegen kann ich darüber hinwegsehen. Und gerade für Kinderwunsch kann ich es sehr empfehlen, weil der halt auch diesen Assistenten hat für den Zervixschleim. Und wenn ihr da Probleme habt und euch unsicher seid bei der Zervixschleim-Dokumentation und Beobachtung, wie gesagt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail und ich kann euch da vielleicht helfen oder ihr guckt euch mal an, was wir da im Videokurs anbieten. Das kann ich euch echt empfehlen. Ihr bekommt diese App, also Lilly, im App Store für Apple-Produkte. Also ich habe das jetzt hier auf dem iPod Touch installiert, aber es geht natürlich auf dem iPhone besonders gut. Wahrscheinlich auch auf dem Pad, das weiß ich nicht, also auf dem iPad. Es kostet im Moment, glaube ich, 6,99. Müsst ihr nochmal gucken, wie teuer die jetzt ist. Das ist natürlich ein einmaliger Preis, den ihr da zahlen müsst. Und ich finde, ihr bekommt dafür eine echt super geile App. Also, dass man da halt einfach den Geburtstermin berechnet bekommt und auch mit der Schwangerschaftsanzeige, finde ich echt super cool. Und wie gesagt, die digitale Anzeige auch. Guckt mal hier auf den Link unter dem Video in der Infobox, da verlinke ich euch mal die Rezension nochmal, da habt ihr auch einen Direktlink zum App Store, könnt ihr das euch direkt installieren und wenn ihr wollt, mal anschauen. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dieser App. Macht's gut, das war's, deine Anne.